Hallo Freunde, heute Cookie hat euch was Tolles bereitet. Und zwar es gehen um Tables. Also los geht's, keine Zeit zu verlieren. Beim letzten Mal ging es um Listen. Listen sind auch Tables. Wir machen eine Kopie von Listen, benennen sie um in Tables. Machen das hier groß und dann fangen wir direkt mal an. Also, was sind Tables? Tables sind Datenstrukturen, welche mehrere Variablen speichern können. Ich schreibe mal hier Klammer auf, Klammer zu. Solange nicht nil, das bedeutet, man kann jeden Variablentypen speichern, solange es nicht nil ist. Weil wir wissen ja schon von den Listen, wenn man etwas auf nil setzt, habe ich hier in den gespeicherten Sachen nicht mehr, dann wird es aus der Liste entfernt. Es sei denn, ihr macht das mitten in der Liste. In der Liste ist es ein kleiner Unterschied. Da wird es dann auch behalten, um die Lücke aufrechtzuerhalten. Ist halt ein bisschen komisch, ist eine Ausnahme, aber sonst ist es halt so. Man kann jeden Variablentypen speichern außer nil. Und es gibt zwei Arten von Tables. Es gibt Arrays oder auch Listen genannt, so wie wir es beim letzten Mal behandelt haben. Und Dictionaries. Dictionaries sind die, um die wir uns heute kümmern. Das sind nämlich Tables, die keine Arrays, also keine Listen sind. Ist vielleicht ein bisschen komisch, dass wir Listen gesondert gemacht haben und uns jetzt nur um Dictionaries kümmern. Aber jetzt geht es erstmal darum, was sind denn Dictionaries? Dictionaries sind Sammlungen von Elementen, Schlüsselpaaren in einer ungeordneten Reihenfolge. Bei Listen haben wir geschrieben, sind Sammlungen von Elementen in einer geordneten Reihenfolge. In Dictionaries gibt es keine Ordnung von der Reihenfolge her. Und man speichert nicht nur Elemente, also Variablen, sondern man speichert Element-Schlüsselpaare. Man hat immer ein Element und einen Schlüssel dazu. Außerdem haben wir bei Listen geschrieben, jeder Variablentyp ist möglich. Ich schreibe hier mal außer nil. Und jedes Element hat einen Index. Das schreiben wir direkt mal darunter. Jedes Element hat einen Schlüssel, auch gerne Key genannt. Und das ist auch wieder die Position. Also ich schreibe ich mal Schlüssel, Schrägstrich, Key. Dann kopieren wir uns das hier noch von den Listen, schreiben es rein in die Tables. Durch den Schlüssel kann man das Element des Dictionaries auslesen, ändern und löschen. Und da Dictionaries ungeordnet sind, gibt es natürlich keine Reihenfolge, es gibt keinen Index, der mit irgendeiner Zahl startet. Aber wir sollten natürlich noch eine Sache aufschreiben über diese Keys, über diese Schlüssel. Schlüssel können Numbers, Strings und Objects sein. Wenn man es ganz genau nehmen möchte, ist tatsächlich jeder Variablentyp auch für die Schlüssel möglich, außer nil und not a number. Aber diese drei Typen sind die, die ihr am ehesten verwenden werdet. Darauf gehe ich nachher ein. Objects habe ich bisher noch nie so richtig behandelt. Objects ist eine andere Bezeichnung für Instances, weil theoretisch ist eine Instanz auch nur ein Object vom Typ Instanz. Also ein Script ist ein Object vom Typ Script, was ein Child von dem Typ Instanz ist. Also theoretisch könnte man zu Instances auch Objects sagen. Damit ihr das auch einmal gehört habt, jedes Objekt ist nicht zwangsläufig eine Instanz, aber jede Instanz ist auf jeden Fall ein Object. Mal schauen, ob ich in zukünftigen Folgen noch eher darauf eingehe oder ob es nicht notwendig sein wird. Dann gehen wir mal hier in die Pfade rein, referenzieren Instanzen in Klammern. Objects, damit wir das einmal vollständig hier bei unseren Mitschriften haben. Pfade referenzieren, Instanzen in Klammern Objects, damit das klar ist. Wie deklariert man denn nun ein Table? Das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Man deklariert ein Table, indem man sagt local, dann natürlich wieder der Variablenname, mein Table, dann ein ist gleich, die Abstände hier zwischen sind egal. Man kann es auch direkt so machen, ist gleich und dann einfach geschwungene Klammern auf und zu. Wichtig ist nur, dass ihr hier zwischen local und mein Table einen Abstand habt. Mindestens ein Leerzeichen oder ein Tab oder ein Zeilenumbruch. Aber das habe ich euch schon oft genug erklärt. Ich würde es nur mal wiederholen für den Fall, dass Fragen aufkommen oder für die Leute, die einfach Folgen übersprungen haben, obwohl sie das nicht sollten. Deswegen schreibe ich oben mal hin, werden mit geschwungenen Klammern dargestellt. Ich werde auch mal das hier so rauskopieren, gehe rüber zu den Listen und schreibe dann oben bei den Listen auch einmal Tables rein. Dann haben wir da wenigstens eine gewisse Art von Ordnung. Kopieren wir uns das hier raus und schreiben bei Dictionaries natürlich noch das hier rein, dann ist es ein bisschen doppelt gemacht, aber wir haben es auf jeden Fall relativ vollständig in unserer Mitschrift. Dictionaries sind von Variablen vom Typ Table. Tables können mehrere Variablen speichern, solange nicht nil. Es gibt Arrays und Dictionaries und heute geht es um Dictionaries. Mein Table soll jetzt bestimmte Werte enthalten. Wir wissen schon, eine Liste können wir machen, indem wir einfach die Werte reinschreiben, zum Beispiel 12, 13, 14, dann haben wir an Position 1 12, an Position 2 13 und an Position 3 14. Aber die Sache bei Dictionaries ist, dass wir keine Ordnung haben. Das bedeutet, wir brauchen einen Schlüssel für jeden Eintrag. Der Schlüssel kann zum Beispiel auch ein String sein. Wenn ihr einen String als Schlüssel verwenden wollt, dann braucht ihr tatsächlich keine Anführungsstriche, sondern könnt einfach sagen Key 1 ist gleich 12. Dann einfach wieder ein Komma, damit der nächste Key angefangen werden kann. Key 2 ist gleich 13,
Key 3 ist gleich 14. Oh, ich habe 4 geschrieben, lol. Wenn ihr dann aber in eurem String irgendwelche lustigen Sachen, wie zum Beispiel Sonderzeichen drin habt, die der amerikanische Zeichensatz nicht kennt, oder Leerzeichen, dann funktioniert das nicht mehr. Wenn wir statt Key jetzt Schlüssel schreiben wollen, dann meckert er rum, weil hier ein Ü drin ist und Ü kennt er nicht. Ich schreibe das aber trotzdem mal hin, damit ich zeigen kann, wie er das trotzdem macht, weil man kann ja jeden Variablen-Typ als Schlüssel nehmen und wenn ein String so nicht akzeptiert wird, wie ihr ihn hinschreibt, dann müsst ihr ihn in eckige Klammern schreiben und in Anführungsstriche. Und dann wird das übernommen und nicht mehr rot unterstrichen. Dasselbe machen wir hier mit auch einmal. Eckige Klammern, Anführungsstriche. Ihr könnt alles markieren und dann einfach eckige Klammern auf und dann Anführungsstriche machen und es wird außenrum gerappt. Und ich habe irgendwo, glaube ich, das Komma vergessen. Ne, ich habe jetzt Schlüssel 2 zweimal. Es muss natürlich Schlüssel 3 sein. Weil natürlich kann jeder Schlüssel nur einmal existieren. Die Werte können mehrfach existieren. Das schreibe ich vielleicht auch einmal rein. Jeder Schlüssel ist einmalig. Ist ja klar, weil wir können ja jetzt nicht sagen, Schlüssel 2 ist 13 und Schlüssel 2 ist 14. Und wenn wir später fragen, mein Table fragen, was ist Schlüssel 2, sagt er uns 13 und 14. Nee, das funktioniert nicht. So, wir haben auf jeden Fall ein Table. Einfach nur, damit wir das mal gesehen haben, können wir es ja wieder ausprinten, indem wir schreiben print mein Table. Und damit ich nicht immer im Editing mit der Kamera hier runter und wieder hochgehen muss, nehme ich jetzt einfach mal hier an diesen drei Punkten das Run-a-Command-Feld hoch, damit wir es jetzt hier sehen können. Wobei, ich nehme es, glaube ich, hier hoch und ziehe dann den Output hier hoch. So, und dann schreiben wir hier rein loadstring game.serverscriptservice.tables.source. Klammer auf, Klammer zu und dann drücke ich erstmal hier rechtsklick Clear Output und dann Enter. So, wir sehen im Output unseren Befehl und dann, was der Befehl gemacht hat, und zwar print mein Table. Und der Table enthält Schlüssel 1 gleich 12, Schlüssel 2 gleich 13, Schlüssel 3 gleich 14. Das sieht exakt so aus, wie wir es da aufgeschrieben haben. Wenn wir es jetzt aber mit Key machen würden statt Schlüssel, schreibe ich einmal Key 1 und das Ganze dann noch einmal printen, dann seht ihr hier auch, Key 1 ist wieder in Anführungsstrichen und in eckigen Klammern geschrieben. Das bedeutet, es ist einfach nur eine Abkürzung für uns, den String ohne Anführungsstriche und eckige Klammern zu schreiben, weil es geht. Man kann es machen, warum sollte man es nicht machen? Es sei denn, es gibt diese Sonderfälle wie das Ü oder ein SZ oder ein Leerzeichen. Das Schöne an Dictionaries ist, man kann Dictionaries sehr gemischt machen. Ich kann zum Beispiel jetzt als vierten Schlüssel einfach eine Zahl anlegen und dann sagen, 245 ist gleich 50, Komma. Was ihr nicht machen könnt, ist die Zahl einfach so hier hinschreiben. Da meckert er rum, das funktioniert nicht, weil er hier jetzt einen String erwartet. Ein String kann aber nicht mit Zahlen anfangen. So, wenn wir das Ganze einmal ausführen, seht ihr hier wieder im Output, 245 ist gleich 15, Key 1 ist 12, Schlüssel 2 ist 13 und Schlüssel 3 ist 14. Und was euch auffallen sollte ist, die 245 wurde als erstes geprintet, denn Dictionaries sind ungeordnet und das bedeutet, die Reihenfolge ist nicht festgeschrieben und im Print kann es in einer anderen Reihenfolge sein, als ihr es aufgeschrieben habt oder den Table erstellt habt. Und auch wenn ihr darüber iterieren solltet, ist die Reihenfolge auch relativ zufällig. Natürlich gibt es ein paar Richtwerte, wenn ich jetzt den Table wirklich so erstelle, nur mit Strings als Keys, dann wird er wahrscheinlich auch in der richtigen Reihenfolge printen, aber es ist nicht garantiert. Dementsprechend eignen sich Dictionaries zum Beispiel nicht für sowas wie Bestenlisten oder so, weil es da halt keine Reihenfolge gibt. Dafür sind Listen geeignet. Bestenlisten haben schon Listen im Namen. Denn Listen sind anders als Dictionaries geordnet. So, wie ergänzen wir nun etwas zu einem Table? Dafür mache ich den Table erstmal wieder leer. Ihr wisst ja, einen leeren Table kann man auch printen. Sieht dann so aus, dann hat man hier einfach einen leeren Table im Output. Und wir wollen jetzt zum Table etwas hinzufügen. Zum Beispiel können wir schreiben mein Table und dann in eckige Klammern zum Beispiel Schlüssel 1 ist gleich 12. Und so ergänzt ihr zu eurem schon bestehenden Table einen neuen Key und legt dann den Wert für diesen Key hinzu. Ihr habt mal wieder ein Schlüssel-Element-Paar erschaffen. Können das ganz ausführen, printen den Table und sehen jetzt, im Table ist Schlüssel 1 gleich 12. Genauso könnt ihr auch schreiben, mein Table.key 2 ist gleich 13. Wenn ich 13 schreiben könnte, wäre es cool. Und dann habt ihr hier auch wieder Key 2 ist gleich 13 und Schlüssel 1 ist gleich 12. Ihr seht, es ist wieder eine andere Reihenfolge, als wir es hinzugefügt haben, aber es ist, wie es ist. Und ihr seht auch, man kann, wenn der Schlüssel von dem Dictionary ein String ist, den man auch so ohne Anführungsstriche und eckige Klammern verwenden kann, einfach einen Punkt schreiben und hat dann Zugriff darauf. Das funktioniert. Das funktioniert nicht mit Zahlen, das funktioniert nicht mit solchen Strings und das funktioniert auch nicht mit Objects. Das funktioniert ausschließlich mit freundlichen Strings, die mit einer amerikanischen Tastatur zu schreiben sind. Ohne Leerzeichen und irgendwelche anderen Sonderzeichen. Um einen Wert aus dem Table zu entfernen, könnt ihr schreiben mindtable.schlüssel1 wird mir jetzt schon vorgeschlagen und wenn ich hier Enter drücke, macht er automatisch eckige Klammern und Anführungsstriche oben, weil Roblox Studio weiß, dass man diesen Key nicht anders schreiben kann. Und jetzt schreiben wir hier einfach ist gleich nil
Und indem man ein Element zu einem Schlüssel auf 0 setzt, wird das Schlüsselpaar aus dem Dictionary gelöscht. Wenn wir das Ganze ausführen, sehen wir jetzt, in dem Table ist nur noch Key 2 drin, weil wir Schlüssel 1 entfernt haben. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Thema. Wir wissen jetzt, wie man ein Table schreibt, wie man Sachen ergänzt, wie man Sachen entfernt. Und jetzt möchten wir wissen, wie man Sachen ausliest. Und auslesen ist ziemlich simpel. Wir printen einfach mindTable.Key2 und können das Ganze auslesen. Dann steht hier einfach 13. Und bei allen anderen Sachen, die einfach kein netter String sind, da schreiben wir es in eckigen Klammern und bei einem String in Anführungsstrichen und bei einer Zahl ohne Anführungsstriche und bei einem Objekt mit dem Objekt an sich. Beispiel, blub, 12. Und damit wir es einmal gesehen haben, es gehen ja Strings, es gehen nette Strings, es gehen Zahlen. MindTable in eckigen Klammern 12 ist gleich 14 und MindTable in eckigen Klammern game.workspace ist gleich 15. Weil der Workspace ist ein Service und eine Instanz und ein Objekt. Wie eine Sache mehrere Sachen sein kann, lernen wir vielleicht ein bisschen später, wenn wir auf objektorientiertes Programmieren mehr eingehen, weil Roblox Studio an sich ist objektorientiert aufgebaut an sich. Das hier sind alles Objekte und diese Objekte haben halt Parent-Classes, von denen sie einige Eigenschaften übernehmen. Game.Workspace, weil das ist auch ein Objekt. Wir printen das einmal, blub. Oh, ich hab's gar nicht geprintet. Lol. Print MindTable. Jetzt printen wir das einmal und sehen hier 12 ist 14, Key 2 ist 13, Schlüssel 1 ist 12 und Instance ist 15. Und hier seht ihr, das Objekt ist ein Objekt vom Typen Instance und hat dann einfach diese Nummer hier. Der Grund, warum das hier so geprintet wird und das, obwohl man, wenn man einfach nur game.workspace printen würde, auch einfach nur Workspace sehen würde, liegt einfach daran, dass wenn man da einfach Workspace reinschreiben würde, könnte jemand, der das hier liest, verwirrt sein, wenn es mehrere Objekte mit dem Namen Workspace gibt, die aber unterschiedliche Objekte sind. Ich meine, man könnte ja auch einfach ein Part Workspace nennen. Einfach damit da keine Verwirrung gestiftet wird, wird hier geschrieben, es handelt sich um eine Instanz und dann halt die ID dieser Instanz in Hexadezimal. Nun loopen wir endlich über das Dictionary hinweg und das geht natürlich wieder mit einem For-Loop. Wir schreiben jetzt einmal Key, Element in MindTable do. Wenn ihr das etwas verwirrend findet, was ich hier geschrieben habe, dann müsst ihr euch auf jeden Fall noch die letzte Folge über Listen anschauen, weil das ist die Art und Weise, wie man heutzutage über Dictionaries auf jeden Fall rüberloopt. Wir können jetzt einfach mal schreiben Print Key, Doppelpunkt, Komma, Key, Komma, Element, Doppelpunkt, Komma, Element. Wir printen das Ganze aus und sehen jetzt, Key ist gleich 12, Element ist gleich 14, Key ist gleich Workspace und jetzt haben wir es normal als Workspace geprintet. Element ist gleich 15, Key ist gleich Schlüssel 1, Element ist gleich 12, Key ist gleich Key 2 und Element ist gleich 13. Die Reihenfolge ist mal wieder nicht die gleiche, wie wir es hinzugefügt haben. Die ist nämlich ungeordnet, weil wenn wir hier einfach MindTable reinschreiben, ist es ziemlich das gleiche, als würden wir einfach in Pairs MindTable schreiben und ich habe euch ja gesagt, Pairs MindTable ist ungeordnet. Wir führen es aus und sehen dann wieder diese Anordnung. Okay, wenn wir hier iPairs schreiben würden, gäbe es ein ganz anderes Problem und zwar, blub, gar nichts kommt raus, weil das ist keine Liste und iPairs funktioniert nur für Listen. Wenn natürlich jetzt bei MindTable irgendein Key 1 wäre, nicht 12, sondern 1, dann würde iPairs natürlich diesen Key finden und würde dann nach 2 suchen, 2 nicht finden, dann nach 3 suchen, 3 nicht finden und sagen, okay, die Liste ist abgeschlossen. Wir führen es aus und sehen jetzt Key 1, Element 14. Weil, ob es jetzt ein Dictionary ist oder ob es eine Liste ist, also ein Array, ist relativ egal in Lua. Man kann ein Dictionary einfach während der Laufzeit zu einem Array umwandeln und umgekehrt. Da ist Lua nicht bockig auf einen. Andere Programmiersprachen sind da schon bockig, weil da sind das unterschiedliche Datenstrukturen. In Lua ist alles einfach Datentyp Table und wenn ein Table nur mal Keys vom Typ Number haben, die Keys mit 1 anfangen und in einer gewöhnlichen Reihenfolge nach oben zählen, dann kann man es wie ein Array bedienen, muss aber damit leben, dass alle anderen Keys, die nicht ins Schema reinpassen oder zu weit weg sind oder wenn eine zu große Lücke drin ist, dass die dann verloren gehen. Für alle anderen Tables, die nicht wirklich ins Schema Array reinpassen, kann man sagen, das sind Dictionaries. Gut, wir wissen jetzt, wie man ein Table erstellt, wie man einen Schlüssel und ein Element zu einem Table hinzufügt, wie man die sowieso reinschreibt, wie man sie entfernt, wie man sie ausliest und wie man über ein Table rüberloopt. Ich nehme mal das iPairs hier weg, weil das ist blöd. Man kann es einfach so hinschreiben, ist viel angenehmer, macht viel mehr Spaß, können wir so lassen. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen mit Dictionaries ausprobieren, weil Dictionaries sind sehr mächtig. Ich habe ja mal geschrieben, sie können mehrere Variablen speichern, solange nicht nil. Ich schreibe mal nicht je mehrere, sondern mehrere Variablen von jedem Typ
speichern, solange nicht nil. Das Ganze ergänzt sich natürlich nochmal bei den Listen, damit wir hier auch gleich auf sind. Wunderbar. Der Key kann, wie gesagt, nur ein String, eine Number oder ein Objekt sein. Ihr könnt zwar schon sowas machen wie hier einfach true reinschreiben. Das würde funktionieren, aber true und false sind ziemlich dämlich, weil dann habt ihr nur zwei Optionen, wenn ihr Booleans verwendet. Was aber nicht bedeutet, dass ihr es nicht machen könnt. Ihr könnt tatsächlich auch als Key jeden Variablentypen verwenden. Der einzige, den ich noch nie ausprobiert habe, ist nil, aber ich denke, das wird nicht funktionieren, oder? Ja, nil funktioniert nicht. Da kriegen wir einen Error. Aber ihr könnt tatsächlich auch ein Table als Index verwenden. Das Ganze ausführen und seht dann, Key ist ein Table und in dem Table ist an Position 1, 1 drin. Das funktioniert. Es ist aber sehr unpraktisch, weil wenn wir jetzt sagen, mein Table, Table 1 ist gleich 14 und wenn wir das dann bearbeiten wollen und sagen, mein Table in eckigen Klammern, Dings 1 ist gleich 1, 8, 7 und das Ganze ausführen, dann haben wir jetzt zwei Keys, die beide ein Table mit dem Inhalt 1 sind, weil diese beiden Tables sind zwar theoretisch gleichwertig, aber sind unterschiedliche Tables, die unterschiedlich angelegt sind. Das heißt, es würde nur dann Sinn machen, wenn wir sagen würden, local table ist gleich ein Table mit dem Inhalt 1. Und dann könnten wir hier sagen, yo, table. Und hier auch table. Dann würde das funktionieren und wenn wir das ausprinten, dann haben wir nur einen Key, der ein Table mit dem Inhalt 1 ist. Würde funktionieren. Aber fragt mich nicht, was passiert, wenn man den Table dann noch bearbeitet. Ihr solltet es auf jeden Fall nicht machen. Ich glaube, das kann sehr unvorhersehbare Ergebnisse haben. Mal ganz abgesehen davon, dass es sehr viel mehr Speicher verbrauchen würde und auch Rechenkapazitäten, wenn man als Key ein Table verwendet. Es gibt bestimmt Anwendungszwecke, dafür solche Sachen zu machen. Ist aber jetzt nicht wirklich immer sehr erstrebenswert, sowas zu tun. Man sollte sich schon auf Strings beschränken, meinetwegen auch auf Zahlen, aber dann kann man auch bei Arrays bleiben. Und manchmal benutzt man in der Praxis auch wirklich Objekte. Darauf können wir gerne nochmal eingehen, wenn man das wirklich in der Praxis häufig verwenden würde. Andere Variablentypen sind eher unpraktisch. Der einzige, für den mir jetzt noch spontan ein sinnvoller Anwendungsfall einfällt, wären Funktionen, aber das ist noch Zukunftsmusik, darüber brauchen wir heute nicht reden. Zu allen weiteren. Es gibt sicher Anwendungszwecke, es ist möglich, aber darauf werden wir nicht näher eingehen. Wo es natürlich Sinn macht, jeden Variablentyp, der denkbar ist, zu verwenden, ist natürlich bei dem Element, weil das Element kann sowohl bei Listen als auch bei Dictionaries jeden Typ haben. Ich schreibe mein Table jetzt nochmal neu. Und zwar schreibe ich mein Table, damit es erstmal übersichtlich ist, als Liste, indem ich gar keinen Key festlege, dadurch wird es eine Liste. Man kann natürlich Zahlen speichern. Man kann auch Strings speichern. Man kann Booleans speichern. Man kann Objekte speichern. Und man kann auch weitere Tables speichern. Und zu guter Letzt kann man Funktionen speichern, die dann natürlich nicht ausgeführt werden, sondern die dann einfach nur gespeichert sind, als würde man sie als Variable festlegen. In dem Fall ist der Name dieser Funktion der Key. Das heißt, wenn wir das Ganze einmal ausführen, sehen wir Key 1, Element ist 1, Key 2, Element ist String, Key 3 Element ist True, Key 4 Element ist Workspace, Key 5 Element ist ein Table und Key 6 Element ist eine Function ohne Namen, weil der Name ist jetzt einfach Key 6 und man kann das Ganze natürlich auch ausführen. Wir können jetzt einfach mal sagen, hier in die Funktion schreiben wir rein, print, ich wurde ausgeführt. Das hier unten kommentieren wir uns einfach mal aus, damit ihr seht, dass es nicht ausgeführt wird, wenn man den Table einfach nur schreibt. Machen wir es einmal und nichts passiert. Aber jetzt können wir sagen, mein Table. Punkt. Da wird mir nichts vorgeschlagen, dementsprechend müssen wir eckige Klammern machen. Und was, 6 Leute? Ich weiß nicht mehr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6. Und dann muss die Funktion ausgeführt werden, indem wir Klammer auf Klammer zu dahinter schreiben. Sieht komisch aus, aber so führt man eine Funktion aus einem Table aus. Also grundsätzlich führt man so Funktionen aus, indem man Klammer auf Klammer zu dahinter schreibt. Deswegen schreiben wir auch hier in LoadString Klammer auf Klammer zu dahinter, weil wenn wir nur LoadString Game bla 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 Source schreiben, dann haben wir praktisch eine Funktion, die das gesamte Script umfasst und durch Klammer auf Klammer zu wird die Funktion dann ausgeführt. Wir führen das Ganze aus und sehen jetzt hier im Output, ich wurde ausgeführt. Wenn wir jetzt richtige Keys festlegen, dann ist es natürlich ein bisschen übersichtlicher, denke ich zumindest. Wenn wir jetzt sagen, Number ist gleich 1, String ist gleich String, Boolean ist gleich True, Object ist gleich Game.Workspace, Table ist gleich Table und Function ist gleich Function. Jetzt können wir natürlich nicht mein Table 6 ausführen, da würden wir einen Error bekommen, weil wir haben versucht, einen Nil-Value, etwas, was nicht existiert, zu callen. Man callt ja eine Funktion, das heißt ausführen. Und Nil kann man nicht ausführen, man kann nur Funktionen ausführen. Das heißt, wir schreiben jetzt nicht mein Table 6, sondern wir schreiben mindTable.function und mir werden automatisch die Klammern dahinter geschrieben. Wir können die Klammern auch weglassen und einfach nur printen. Wenn wir das printen, haben wir einfach nur die Funktion und dann wird auch die Funktion geprintet. Wenn wir es ausführen wollen, können wir einfach Function Klammer auf Klammer zuschreiben. Ich wurde ausgeführt. Man kann die Variable natürlich auch auf eine neue Variable schreiben. Zum Beispiel können wir sagen,
locke meine Funktion ist gleich mindtable.function. Erstmal passiert nichts, wenn wir das ausführen. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, meine Funktion, Klammer auf Klammer zu, dann kommt, ich wurde ausgeführt. Ich hoffe, die Logik dahinter kommt noch in euren Kopf rein. Wenn nicht, dann solltet ihr vielleicht mal eine Pause machen, Schluck Wasser trinken und nochmal alles Revue passieren, was wir besprochen haben, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich werde noch nicht auf den Unterschied zwischen Funktionen und Methoden eingehen, aber ich werde mal darauf eingehen, dass man in Tables ja auch andere Tables speichern kann. Und in den Tables kann man auch wieder andere Tables speichern und in den Tables kann man auch wieder andere Tables speichern. Und jetzt wird es kompliziert, man kann in diesen Tables den Ursprungstable wieder speichern. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, mein Table.table ist gleich mein Table. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Jetzt ist mein Table in meinem Table, 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 in meinem Table. Ist das nicht ein Infinite Loop? Naja, printen wir einmal mein Table und finden es heraus. Wenn wir es printen, steht da ein Table. Wir öffnen den Table und sehen jetzt Boolean, True, Function, Function, Number 1, Object, Workspace, String, String und Table. Und da kommt so eine Warnung, sage ich mal, oder so ein Hinweis. Cycle Table Reference Detected. Roblox Studio ist nett genug, um zu sagen, ey, der Table verweist auf sich selbst. Am besten, wir printen das nicht aus. Wenn ihr dann später aber eigenen Code schreibt, der in mehrere Level von einem Table reingeht, dann müsst ihr das selbst herausfinden. Und das wird ein bisschen kompliziert. Wenn wir zum Beispiel jetzt nicht hier print mein Table schreiben, sondern for key element mein Table do, dann kriegen wir bla 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 und key table element ist gleich wieder dieser Table. Und was ist, wenn wir jetzt einen Code schreiben, der alles, was in einem Table drin ist, printen soll? Zum Beispiel sagen wir jetzt nicht, mein Table ist gleich mein Table, sondern mein Table ist ein neuer Table mit dem Inhalt Baum, Busch und noch ein Table. Und in dem Table ist dann Ball und Bob. Wir wollen mit unserem Loop hier unten jetzt nicht nur alles, was in dem Table im ersten Level ist, printen, sondern wir wollen alles, was im Dictionary auch in mehreren Leveln ist, printen. Dafür schreiben wir uns mal eine Funktion. Local Function Print Dictionary und wir schreiben mal davor Multilevel Print Dictionary. Die nimmt als Argument natürlich ein Dictionary rein und da pasten wir unseren Code nochmal rein. Also for key element in Dictionary do print bla bla bla. Jetzt sagen wir aber, if type of element ist gleich table, then. Und damit habe ich euch eine neue Funktion gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich die euch schon mal gezeigt habe, aber ich glaube nicht. Die prüft den Typen von einer Variable. Und TypeOf funktioniert mit allen Variablen, die Roblox Studio so bietet. Es gibt noch die Funktion Type. Die gibt euch nur die Typen zurück, die es so standardmäßig gibt. Also die hier funktioniert nur mit Sachen wie Number, String, Boolean, Object, Table, Function. Aber es gibt ja noch weitere Variablen-Typen, die Roblox Studio selbst erfunden hat, wie zum Beispiel Vector 3. Und Vector 3 würde nur erkannt werden von TypeOf. Aber darauf gehen wir auch erstmal noch nicht so genau ein. Wir sagen erstmal TypeOf, dann printen wir next level, Ausrufezeichen, nennen wir printen, nicht wir warnen, um dass wir jetzt ins nächste Level gehen. Und dann führen wir die Multi-Level Print Dictionary Funktion nochmal aus, aber diesmal nicht mit dem Dictionary, sondern mit dem Element, welches ja ein Table ist. Und danach warnen wir wieder warn level vorbei, damit man es einfach sieht. Jetzt haben wir eine Funktion geschrieben, um ein Multi-Level Dictionary zu printen, die ist aber noch ein bisschen fehlerbehaftet. Wenn wir sie jetzt ausführen, indem wir sagen Multi-Level Dictionary von mein Table, dann sehen wir, uiuiui, ich mach's mal ein bisschen kleiner. Key is number, Element ist 1, Key is string, Element ist string, Key is object, Element ist workspace, Key is table, Element ist ein Table und jetzt sagen wir next level. Wir gehen in den Table rein und sagen, Key 1 ist Baum, Key 2 ist Busch, Key 3 ist ein Table und wir sagen wieder next level. Key 1 ist Ball, Key 2 ist Bob. Und jetzt sind wir fertig mit dem Table und wir sind fertig mit dem Table davor. Es wurde zweimal geprintet und wir gehen wieder zurück zum ursprünglichen Table. Key Boolean ist true und Key Function ist eine Function. Verstanden? Wir haben jetzt alles ausgeprintet, was da drin steht. Wir schreiben mal nicht Key bla bla bla, sondern wir schreiben jetzt einfach nur Print Element. Und wisst ihr was? Wir schreiben das nicht da, sondern wir schreiben das hier unten und wir schreiben hier Print Table Doppelpunkt. Also damit ihr die Logik einmal versteht, die Funktion wird ausgeführt, dann gehen wir in einen Loop rein. Und der Loop wird ausgeführt für jedes Element in dem Dictionary. Wird dann einmal das hier geprüft. Wenn das der Fall ist, wird das hier ausgeführt. Wenn das nicht der Fall ist, wird das hier unten ausgeführt. Aber wenn das hier fertig ist, geht es ja auch weiter und hier unten wird ausgeführt. Wir wollen aber nur printen, dass wir ein Table haben, aber nicht den Table printen. Wie brechen wir jetzt diesen Loop an der Stelle ab, wo dieses If-Statement vorbei ist, aber machen trotzdem weiter mit dem Loop? Mit dem, was wir bisher wissen, wäre das gar kein Problem. Wir machen einfach ein Else und schreiben da Print-Element rein. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit und die will ich euch jetzt zeigen. Und das machen wir mit dem Keyword
continue. Wenn wir in einem For Loop continue schreiben, dann wird der Loop an der Stelle, an der wir sind, abgebrochen und wir gehen weiter mit der nächsten Iteration des Tables. Außerdem gibt es noch das Keyword break. Das bricht den gesamten Loop ab und wir gehen nach dem Loop einfach weiter. Die wollte ich eigentlich auch ursprünglich noch in der Loops-Folge besprechen, hab's aber vergessen. Also es gibt die Keywords continue und break und continue bricht an der Stelle ab und macht mit der nächsten Iteration weiter und break bricht an der Stelle ab und macht nach dem Loop weiter. Also es beendet den Loop. Wenn wir das Ganze jetzt einmal ausführen, steht im Output, ich mach's mal kleiner, 1 String Workspace Table, dann gehen wir ins Next Level, Baum Busch Table, Next Level, Ball Bob, Level vorbei, True und Function. Wir haben alles geprintet, was in diesem Table drin ist. Also 1 String True Workspace Table und dann nochmal die Function, nur in einer anderen Reihenfolge. Und in dem Table ist dann nochmal ein Table, also ich hoffe ihr versteht's. Bitte versteht es. Bitte. Da muss man, gerade wenn man noch nicht so geübt ist mit Tables und Loops, man sich auf jeden Fall den Kopf schon ziemlich anstrengen. Für mich ist das alles ziemlich simpel, weil ich das schon hunderte Male gemacht habe, aber ich weiß, dass es am Anfang sehr schwierig ist. Dementsprechend nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und probiert selber irgendwelche Sachen aus. Ich mache jetzt aber mal weiter mit dem Problem. Und das Problem, das wir hatten, ist ja, was ist, wenn in dem Table irgendwo eine Referenz auf den gleichen Table ist. Und das führt jetzt bitte nicht aus. Ich speichere auch einmal, um das Risiko nicht einzugehen, dass hier alles weg ist, nachdem ich abgebrochen habe. Und ich führe es jetzt einmal aus und Roblox Studio ist bei mir eingefroren. Okay, ihr seht, hier unten an der Leiste, es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Level vorbei, next level, Ball Bob, next level, es hört nicht auf. Guckt euch das an, guckt euch das hier an. Es hört nicht auf zu printen, weil es immer wieder in den nächsten Table reingeht. Okay, ich muss jetzt Roblox Studio beenden, Leute. Okay, Leute, ich bin wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt das nicht ausgeführt. Wenn ja, wie gesagt, ihr müsst Roblox Studio beenden. Es reicht manchmal einfach nur, das Spiel zu schließen. Manchmal müsst ihr aber auch ganz Roblox Studio beenden. Ich mache jetzt den Table da wieder raus. Das können wir nicht verantworten. Und dazu möchte ich euch eine Sache sagen, und zwar, ihr könntet eure Funktion so coden, dass sie zyklische Referenzen detektet. Dafür müsstet ihr aber jedes Mal, wenn ihr in ein Table reingeht, irgendwo außerhalb der Funktion, alle Tables, in die ihr reingeht, als Referenz speichern. Zum Beispiel local tables, in denen ich drin bin, ist gleich eine leere Liste. Und dann müsstet ihr hier checken, ob der Table drin ist. Zum Beispiel, indem ihr sagt table.find, Table, in dem ich drin bin, Element. Also if, bla bla bla, then, waren AAA und dann einfach continue. Und dann müsst ihr natürlich zu dem Table es hinzufügen. Das heißt table.insert Tables, in denen ich drin bin, Komma Element. Und wenn ihr fertig seid damit, das Ding hier zu durchsuchen, müsst ihr natürlich wieder sagen table.remove. Und wie findet ihr das jetzt? Richtig, indem ihr nochmal macht table.find bla 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 Element oder natürlich den Table reinnimmt. Das heißt Tables, in denen ich drin bin. Und damit werden ziemlich viele Loops angestoßen, weil in diesen ganzen table.find-Funktionen werden ja auch wieder Loops veranstaltet, um die Sachen zu finden. Und das ist ziemlich umständlich. Und die meisten Developer machen sich nicht diese Mühe, sowas zu machen, weil es auch nochmal extra Speicher verbraucht. In der Regel sagt man einfach, okay, diese Funktion ist nicht sicher mit Cyclic References, also benutzt sie nicht mit solchen Tables und dann ist alles gut. Und darauf solltet ihr euch auch einstellen, wenn ihr mal irgendwie Funktionen von anderen Leuten verwendet, die irgendwas mit Tables oder Dictionaries machen, dass ihr keine auf sich selbst referenzierenden Tables verwendet. Es sei denn, ihr habt euch vorher wirklich erkundigt, ob das supported wird von der Funktion. Wir führen das Ganze jetzt noch einmal aus, ohne zyklische Referenz. Und der Table wird einfach ausgeprintet, so wie es soll. Wir führen das jetzt noch einmal aus mit einer zyklischen Referenz, mein Table. Und es hat funktioniert ohne irgendwelche Probleme. Er hat einfach geprintet, bla 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 bla, next level, next level. Und dann hat er irgendwann gesagt, ey, an der Stelle, an der es kritisch wird, und ist weitergegangen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob diese Funktion einwandfrei richtig ist, weil ich habe mir echt nicht viele Gedanken dazu gemacht. Weil es sieht schon danach aus, als ob Sachen doppelt geprintet wurden und ich dann irgendwo einen Fehler mit dem Cache gemacht habe. Vielleicht wurde etwas zu früh entfernt, wer weiß. Aber es wurde auf jeden Fall irgendwann abgebrochen. Eine Funktion sicher zu machen vor zyklischen Referenzen ist nochmal sehr viel mehr Aufwand, vor allem wenn es eine noch komplexere Funktion ist, die nicht einfach nur Elemente ausprinten soll, sondern noch mehr machen soll. Dementsprechend macht es einfach nicht und lasst einfach zyklische Referenzen sein. Und ich denke, ich habe euer Gehirn jetzt erstmal genug beansprucht. Das hier ist schon sehr kompliziert. Ich nehme das hier auch mal alles weg. Keiner braucht diesen Müll hier. So, ich habe gerade einen Rechtschreibfehler bei Dictionaries hier oben gefunden. Hier auch.
Lol. Es kommt schon mal vor, dass man solche Sachen falsch schreibt, wenn man kein Native English Speaker ist, und Dictionaries schreibt man halt wirklich nicht oft. Wer von euch hat's entdeckt? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Ich möchte von euch, dass ihr natürlich euch ein bisschen ausprobiert, was man mit Tables noch so alles machen kann. Tables sind eine Sache, bei der braucht ihr wirklich sehr viel Übung, damit ihr dahinter kommt. Und am Anfang wirken sie vielleicht auf manche ein bisschen zu kompliziert und man will's nicht wirklich machen. Aber wenn ihr sie erstmal ein paar Mal benutzt habt, kommt ihr schon damit klar. Werdet immer besser und werdet merken, wie unfassbar mächtig und wichtig vor allem auch Tables sind, weil ihr könnt ja nicht alles einfach so mit ganz normalen Variablen machen, wird irgendwann viel zu anstrengend. Und vielleicht gibt es euch auch ein bisschen Motivation, wenn ich euch sage, dass wir beim nächsten Mal endlich die letzte wichtige Zutat lernen, die ihr braucht, um ein funktionales Spiel zu erstellen. Natürlich werden wir dann auch kein funktionales Spiel erstellen, aber ich werde euch etwas zeigen, wie man dann auch wirklich mit Sachen im Spiel interagieren kann, mit Code, mit Spielern. Es wird toll. Darauf freue ich mich selber schon. Wir gehen jetzt erstmal auf die Hausaufgabe ein, denn die Hausaufgabe wird es nochmal sein, einen Shop zu machen. Aber diesmal wisst ihr ja, was Dictionaries sind und könnt den Shop ganz anders gestalten. Also schreibt einen Shop als Dictionary. Ihr könnt dem Shop alle möglichen Eigenschaften geben. Aber wichtig ist natürlich, dass der Shop ein Inventar hat. Und das Inventar muss natürlich auch wieder ein Dictionary sein. Und in dem Inventar können alle möglichen Items drin sein, die man sich kaufen kann aus dem Shop. Zum Beispiel kann euer Shop Schokolade verkaufen. Und von der Schokolade gibt es noch 12 Tafeln. Und die kosten 1,50 und ihr könnt natürlich den Items noch weitere Eigenschaften geben. Ihr könnt mehrere Items hinzufügen. Und dann müsst ihr natürlich einen Spieler erstellen. Zum Beispiel nenne ich meinen Spieler jetzt Conny. Conny kann natürlich auch alle möglichen Eigenschaften haben. Wie zum Beispiel kann er Geld haben. Ich habe zum Beispiel 3,50 Euro und ich kann Inventar haben, das einfach leer ist. Und dann schreibt einfach eine Funktion, mit der ein Spieler, den man zur Funktion hinzufügt, aus einem Shop, den ihr habt, irgendein Item kaufen kann oder halt auch nicht kaufen kann, wenn er nicht genug Geld hat. Am Ende muss das Item natürlich im Inventar vom Spieler drin sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich zu jedem Item eine Funktion hinzufügen, die der Spieler dann mit dem Item ausführen kann. Ihr könnt es so kompliziert machen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass euer Code halbwegs gut lesbar ist und ihr könnt ihn gerne auch auf meinem Discord-Server in das Roblox-Studio-Forum in den Hausaufgaben-Channel reinschreiben. Da haben inzwischen schon ein paar Leute was reingeschrieben. Ich gucke mir das auch an, gehe aber nicht immer darauf ein, weil ich aktuell ziemlich viel zu tun habe. Aber es freut mich sehr, wenn ihr eure Hausaufgaben da postet. Und dort könnt ihr euch natürlich auch untereinander austauschen und Fragen stellen, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Und solche Hausaufgaben sind sinnvoll, einfach zum Üben, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, was man alles machen kann und wie alles funktioniert. Das kommentiere ich mir hier mal aus, schreibe dann einfach mal Hausaufgabe dahinter. Und beim nächsten Mal geht es dann endlich um Events. Freut euch schon mal drauf. Und wenn ihr das Ganze hier im Nachhinein schaut und die Folge schon draußen ist, schaut nicht alle Folgen direkt hintereinander. Ihr müsst zwischen den Folgen üben, weil sonst kriegt ihr es gar nicht hin, alles zu lernen, was ich euch hier sage. Die nächste Folge wäre aber dann auf jeden Fall schon hier eingeblendet. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Super Thanks da lassen, weil ich brauche Geld. Muss aber auch nicht sein. Bis dann und ciao!